Hi, in diesem Video zeige ich euch das OS-Modul in Python. Das OS-Modul, abgekürzt für Operating System Module, gibt dir Zugriff auf diverse Funktionen des Betriebssystems. Damit können wir zum Beispiel Files erstellen, umbenennen, Folder löschen etc. etc. Eben alles, was man so auf dem Filesystem machen kann. In diesem Video zeige ich dir, wie das Ganze funktioniert und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt mit ein. Okay, also das OS-Modul ist Teil der Standard-Library, das heißt, wir können es direkt importieren oder was über pip install zu installieren. Und ich führe jetzt hier einfach mal durch die wichtigsten Funktionen. Und wir fangen mal an mit der Current Working Directory. Das ist eine Funktion, die heißt getcbd. Da sehen wir dann, in welchem Folder wir uns gerade befinden, also wo wir gerade arbeiten. Und wenn wir das mal hier ausführen, python main.py, dann kriegen wir zurück users, user, desktop, os, youtube. Das ist der Folder, wo ich mich eben befinde und wo dann auch mein main.py-File ist. Wenn wir hier diesen kompletten Folder noch mit der main.py haben wollen, dann müssen wir Folgendes machen. Und zwar brauchen wir hier dann eine andere Funktion, und zwar die os.path.realpath und dann dahinter das Argument File, also es ist einfach der File-Name, das wir gerade ausführen. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, kriegen wir jetzt hier den kompletten Pfad, den wir eben hatten, also die Working Directory plus die main.py. So kommen wir eben an den kompletten File-Name heran, wo wir den Code eben laufen lassen. Okay, eine weitere gängige Sache, die man macht, ist, man erstellt einen neuen Folder. Das geht mit osmkdir. Und wo erstellen wir diesen neuen Folder? Den erstellen wir in der aktuellen Working Directory. Das heißt, wir brauchen das als erstes Argument, os.getcbd. Und dann kommt ein Slash. Und dann kommt zum Beispiel sowas wie Data. Und wenn wir das mal ausführen, dann sehen wir, das Ganze funktioniert. Das ist allerdings nur die zweitbeste Methode, sowas auszuführen. Und das liegt hier an diesem Backslash. Der ist nämlich nicht auf jedem Betriebssystem identisch. Und die OS-Library bietet hier eine Möglichkeit, dass man hier eben Fehler vermeidet, und zwar durch die Join-Funktion. Und das geht dann so, man schreibt wieder mkdir. Und dann joint man allerdings mit der ospath.join-Funktion eben mehrere Paths zusammen. Das heißt hier, die Current Working Directory ist das erste und danach den Folder Data. Und damit wird automatisch hier dieser Backslash hier übernommen, und zwar auf jedem Betriebssystem richtig. Und wenn wir das jetzt hier mal auskommentieren und das mal wieder entfernen, dann sehen wir, das funktioniert genauso wie vorher, aber wir haben eben nicht mehr das Problem, dass wir eventuell einen Fehler verursachen, wenn wir hier zum Beispiel auf Linux oder auf Mac unterwegs sind. Okay, löschen wir jetzt hier diesen Folder nochmal und erstellen mal hier einen weiteren Folder dahinter. Und zwar würden wir jetzt hier einen Data-Folder erstellen und dann noch einen Subfolder. Wenn wir das hier ausführen, dann sehen wir hier, das System kann nicht den Pfad finden. Und zwar das Problem ist, wir haben jetzt hier keinen Data-Folder. Und das kann eben, diese mkdir-Funktion kann diesen Subfolder nur erstellen, wenn es auch bereits diesen Data-Folder gibt. Und wenn wir aber rekursiv hier Folder erstellen wollen, dann brauchen wir eine andere Funktion. Das ist auch die von mir präferierte Funktion generell, und zwar osmakedirs. Und hier können wir exakt das hier reinpasten. Und das kann man jetzt mal auskommentieren. Und wenn wir das ausführen, dann sehen wir keinen Fehler und wir sehen Data. Und da drin dann der Subfolder. Okay, das hat funktioniert. Wenn wir das Ganze allerdings jetzt nochmal ausführen, dann sehen wir, dass wir hier wieder einen Error kriegen, und zwar einen File Exists Error. Das heißt, bevor man so eine Funktion ausführt, ist es immer ganz sinnvoll zu testen, ob dieser Folder eventuell schon existiert. Und das können wir prüfen mit der os.pathisdir-Funktion. Hier können wir prüfen, ob ein Directory bereits existiert, und hier kriegen wir dann ein True oder False zurück. Und hier können wir dann zum Beispiel sagen, if, also wenn das hier existiert, dann tue etwas. Und zwar, dann tue eigentlich nichts, aber wir können das Ganze auch negieren und uns einfach sagen, if not, also wenn dieser Pfad hier nicht existiert, dann erstelle ihn bitte, und wenn nicht, dann tue einfach nichts. Und jetzt sehen wir, hier wird geguckt, ist hier dieser Pfad bereits vorhanden, und wenn ja, passiert nichts, und wenn nein, dann wird das Ganze erstellt. Das zeige ich auch nochmal, löschen wir das Ganze, und wie wir sehen können, das Ganze wird wieder korrekt erstellt, aber wir haben den Fehler von vorher nicht mehr. Wir können Folder natürlich auch wieder entfernen. Dafür gibt es zwei Funktionen, und zwar die osrmdir-Methode. Ich werde die hier gar nicht zeigen, weil ich direkt auf die bessere Funktion eingehen werde, und zwar remove
Make-Dirs. Die funktioniert genauso wie die Make-Dirs-Methode. Und zwar arbeitet die auch rekursiv. Und hier können wir dann zum Beispiel sagen, wir wollen das hier reinpacken. Und wenn wir das ausführen, okay, hier kriegen wir tatsächlich, Verzeichnis ist nicht leer, das heißt, das funktioniert nicht. Okay, also diese Funktion, die ignoriert tatsächlich jetzt hier Child Directories nicht. Es gibt allerdings eine andere Möglichkeit. Also wir könnten das hier entfernen, wenn hier noch Files drin wären. Allerdings, wenn hier ein Subfolder drin ist, dann funktioniert das nicht. Jetzt importieren wir hier mal noch eine andere Funktion, die oder eine andere Library, die wir hier ganz gut ergänzen können, und zwar diese Shootle-Funktion. Und statt OS Remove Dirs können wir jetzt Folgendes ausführen, und zwar Shootle.rmtree. Damit können wir jetzt rekursiv hier Folder entfernen, also einen ganzen Tree von Folder. Und wenn wir das mal auskommentieren und das ausführen, dann sehen wir, jetzt kriegen wir das Ganze auch weg. Das heißt, diese Funktion, damit können wir keine Subfolder löschen, im Gegensatz zu hier, wo wir Subfolder erstellen können. Dafür brauchen wir dann hier diese Shootle-Library, ebenfalls in der Standard-Library drin. Und mit der können wir dann über die rmtree-Methode eben auch rekursiv Folder entfernen. Also sehr gut, ergänzt sich auch bei der Copy-Methode. Das heißt, wenn wir Files von A nach B verschieben, dann ist das auch eine sehr, sehr gute Library. Okay, ich würde sagen, das können wir jetzt erstmal so lassen. Wir werden jetzt hier mal in dem Root-Folder mal ein paar Files erstellen, und zwar file1.txt und file2.txt. In die schreiben wir einfach irgendwas rein. Und jetzt wollen wir mal eine Funktion nutzen, die uns alle Files und Directories hier drin eben aufzeigt. Das entferne ich mal. Das führen wir vielleicht einfach nochmal aus, damit wir hier noch Folder drin haben. Okay, und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir führen die ListDir-Methode aus. Diese ListDir-Methode, die gibt uns alle Folder und Files in unserem aktuellen Directory zurück. Hier sehen wir .idea, das ist hier unsichtbar. Das kommt von PyCharm. Dann haben wir Data, das ist eben hier dieser Folder, und dann haben wir File1.txt, File2 und main.py. Und nehmen wir jetzt mal an, wir wollen allerdings hier sämtliche Files zum Beispiel löschen oder verschieben oder irgendwie anders überprüfen. Dann müssen wir das hier und das hier irgendwie rauswerfen. Und dafür können wir ebenfalls das hier wieder verwenden, also die OSPathIsDir-Methode. Und zum Beispiel hier in einer ListComprehension Folgendes machen. Also machen wir mal eine neue Variable, File for File in os.listdir. Damit kriegen wir jetzt alle Files hier. Printen wir das Ganze einfach mal, dass vielleicht klar ist, dass es hier auch dasselbe ist wie oben. Genau, jetzt sehen wir das Ganze zweimal untereinander. Also das ist vollkommen identisch. Und jetzt können wir dann hier eine If-Bedingung noch reinpacken und sagen, wenn os.path ist dir, da kommt einfach File als Parameter rein, aber hier das Ganze noch negieren, weil sonst kriegen wir nur die Directories. Also if not, OSPath ist dir. Und was wir jetzt rauskriegen, ist nur noch File1.txt, File2.txt und main.py. Okay, diese Files hier, die haben eine ganze Menge an Metainformationen und die können wir uns auch ausgeben lassen und damit dann weiterarbeiten. Und da schreiben wir einfach hier nochmal einen Loop, also for file in files. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen die stat-Methode vom OS-Paket verwenden, also os.stat. Und als Argument kommt dann hier dieses File rein. Das Ganze printen wir dann auch noch. Und hier schlägt dann PyCharm auch schon die richtigen Attribute vor, zum Beispiel stsize, mtime, stmode. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht alle, die ich am meisten verwende, ist stsize, das ist die Größe in Kilobytes, mtime, die letzte Veränderung, also Modified Time, und CTime für Created Time. Und wenn wir uns mal hier die stsize ausgeben lassen, dann sehen wir jetzt hier, haben wir hier 9 Kilobyte, 9 Kilobyte und 561 Kilobyte von der main.py. Oder wir nehmen mal mTime, also die letzte Veränderung. Da kriegen wir allerdings jetzt hier einen Timestamp zurück. Ich denke mal, mit dieser Zahl alleine kann hier niemand was anfangen. Es gibt allerdings eine ganz coole Methode vom DateTime-Paket. Da können wir uns dann das Ganze lesbar machen. Also import DateTime und speichern wir hier mal den Timestamp. Also Timestamp ist osstat-file und dann hier den
mTime, das mTime-Attribut. Und jetzt wollen wir mal die DateTime.DateTime from Timestamp-Funktion ausführen. Und hier drin müssen wir jetzt einen Timestamp übergeben. Das Ganze nehmen wir mal Date und printen mal hier dieses Date. Okay, und damit kriegen wir jetzt hier die letzte Veränderung raus. Hier 28.08.19.31 Uhr. Wenn ich mal in File 1 irgendwas reinschreibe, dann sollte sich das Ganze jetzt hier updaten. Und wie man sehen kann, ja, jetzt sind wir hier 4 Minuten weiter. Und was wir jetzt hier zum Beispiel machen könnten, ist, wir können prüfen, ob unser File ein gewisses Alter erreicht hat. Also zum Beispiel älter als irgendwie eine Woche ist. Und dann könnten wir zum Beispiel das File irgendwie archivieren oder löschen. Und das geht zum Beispiel so. Also können wir hier mal DateTime.DateTime.Now die Methode ausführen. Damit kriegen wir hier die aktuelle Zeit zurück. Und von der können wir jetzt etwas abziehen. Und zwar ebenfalls von der DateTime-Funktion. DateTime.TimeDelta. Und hier dann zum Beispiel in Sekunden. Machen wir mal hier 5 Minuten oder machen wir 4 Minuten. Also 240 Sekunden. Und wenn das größer ist, das ist Date. Das heißt, wir ziehen von der aktuellen Zeit 4 Minuten ab. Also wenn das hier größer als das Date ist, dann printe mir ist älter. Else printe mir ist jünger. Okay, jetzt sehen wir, das File hier ist älter. Das ist von 19.31 Uhr und der Rest ist noch keine 4 Minuten alt. Und hier können wir dann zum Beispiel sagen, okay, wir wollen das Ganze irgendwie entfernen oder archivieren. Das werden wir allerdings in einem getrennten Beispiel machen, weil sonst wird die Funktion relativ komplex. Das heißt, das werden wir einfach mal hier wieder auskommentieren. Aber generell denke ich mal ein ganz gutes Beispiel, was man hier so machen kann. Das heißt zum Beispiel Archivierung über irgendein Skript ist ganz praktisch hier eben mit solchen Funktionalitäten abzubilden. Okay, bis jetzt haben wir hier rekursiv Sachen erstellt. Allerdings kann ja durchaus mal auch der Fall vorkommen, dass wir zum Beispiel sowas haben, dass wir hier dann einen File 3.txt haben und hier in diesem Folder dann ein weiteres File. Und das hier, hier haben wir eben das Problem, machen wir hier nochmal einen File rein, dass wir überall was drin haben. Okay, jetzt haben wir hier einen Root Directory, haben wir einen Folder. Wir haben hier zwei Files in dem Data Directory und dann nochmal eins im Subfolder. Was ist denn, wenn wir mit allen Files hier irgendwas machen wollen? Aktuell haben wir es ja so gemacht, dass wir hier in einem Directory das Ganze hier uns listen. Und wir können jetzt natürlich über jedes Directory und gehen und dann hier diese Listier-Funktion ausführen. Das OS-Modul bietet allerdings eine sehr coole Funktionalität, und zwar die OS-Walk-Funktion. Und die yieldet drei Sachen, und zwar, also das macht man dann so, for dir part, also das ist das erste, was wir zurückkriegen, das ist das Directory, dann den dir name, also den Directory name kriegen wir zurück, und wir kriegen den File name. Und darüber loopen wir dann, das heißt, wir müssen über alles, was hier geyieldet wird, dann eben iterieren. Und außerdem braucht diese Walk-Funktion noch einen Path. Und das ist dann einfach mal unsere Current Working Directory. Und was jetzt hier passiert ist, es wird jetzt hier über jeden Folder iteriert und über jedes Subdirectory iteriert. Das heißt, wenn wir mal das Ganze printen, das heißt hier dir Path zum Beispiel, mach ich mal. Und dann wollen wir nochmal die Filenames printen. Also mit den DirNames arbeite ich eigentlich nie, aber mit den Filenames und mit dem DirectoryPath, weil man die ganz gut kombinieren kann. Also wenn man das mal printet, dann sehen wir, haben wir hier unseren Folder. Das ist dann der Root Directory Folder. Hier sind mehrere Files drin. Und wie man sehen kann, hier sind auch wirklich nur die Files. Also nicht wie vorher bei dem OSListDir, wo wir dann noch über diese isDir-Funktion das Ganze rausfiltern, sondern hier kriegen wir bereits die Files und eben keine Directories mehr. Das heißt, das ist schon sehr, sehr praktisch. Und wir sehen hier mal den .idea-Folder und hier haben wir dann ja eben alle weiteren Folder mit den entsprechenden Files drin. Und über diese werden eben alle iteriert.
Und wenn wir zum Beispiel mal jedes File oder jeden Folder, den wir haben wollen, wenn wir also jedes File.txt, wenn wir das in ein Archiv speichern wollen. Hier erstellen wir mal einen neuen Folder und den nennen wir mal Archiv. Und wir wollen alle Files, die hier drin sind, wollen wir mit Archiv Unterstrich und dann dem Filenamen hier in das Archiv abspeichern. Das ist so ein gängiger Prozess, wenn man zum Beispiel eben von einem Root Directory aus Files ab einem gewissen Alter irgendwie zippen und dann in ein Archiv schieben will. Also durchaus ein realistisches Beispiel. So, das erste, was ich jetzt hier mal machen würde, ist, wir prüfen mal, ob das File eine .txt ist oder eine XML oder was auch immer, weil wir wollen ja nur die .txt-Files ins Archiv speichern. Das heißt, hier können wir dann einfach direkt mal nach den Filenames prüfen. If File in Filenames, das ist hier wieder eine Liste, über die wir da reden müssen. Und dann printen wir mal, wenn das Ganze mit txt endet, den Filename. Ah, sorry, hier natürlich vor File in Filenames. If File Punkt, hier ist irgendwo noch ein Typo, Files Names. If File ends with und dann hier .txt, dann printen wir mal das File. Okay, und das entfernen wir mal wieder. Oder kommentieren es einfach aus. Und jetzt immer kriegen wir hier wirklich auch nur die Files zurück. Das Problem ist, wenn wir diese Files jetzt irgendwie kopieren wollen, wir brauchen den vollständigen Pfad, weil wir können hier keinen Copy-Befehl oder irgendwas ausführen. Außerdem brauchen wir für Copy, brauchen wir außerdem hier wieder diese Shooter-Library. Und die braucht als Funktion eben den kompletten Pfad hier. Und den können wir zusammensetzen aus dem dir-Path und dem File-Name. Das heißt, wir machen jetzt hier mal einen Full-Path oder die nennen eine Variable hier mal Full-Path und das geht wieder mit os-path.join und dann dem dir-Path und hier in jeder Iteration dann eben dem File-Name. Und wenn wir das printen, dann sehen wir, kriegen wir jetzt hier eben hier File1.txt, das hier, das hier und so weiter und so fort. Jetzt bin ich irritiert, jetzt jetzt hier gerade noch die main.py. Kriegen wir das hier auch zurück? Tatsache. Ich glaube aber, ja, kriegen wir wegen dem Print-Befehl hier oben noch zurück. Das nochmal. Keine falschen Sachen. Ja, okay, passt. Kriegen wir nur diese fünf Files hier zurück. Und diese können wir jetzt dann kopieren. Und das können wir dann machen, indem wir sagen, shootil.copy. Damit kopieren wir das Ganze. Es gibt hier noch einen Copy-2-Befehl. Und es gibt hier einen normalen Copy-Befehl. Ich bevorzuge immer den Copy-2-Befehl, weil dieser auch noch die ganzen Metainformationen mit kopiert. Also das, was wir hier oben uns haben ausgeben lassen, also dieses ST-Time oder ST-Size besser gesagt, STM-Time und so weiter, diese Informationen gehen mit der normalen Copy-Funktion verloren. Mit der Copy-2-Methode geht das Ganze nicht verloren. Das heißt, im Idealfall immer diese Copy-2-Methode eben ausführen. Und hier brauchen wir dann den Pfad, wo das Ganze liegt. Das heißt, das ist dann der Full Path. Und außerdem brauchen wir dann noch hier den Archivfolder. Den werde ich hier mal oben als Variable noch definieren. Das heißt, Archiv ist os.getcbd. Und das joinen wir, os-path.join, das joinen wir mit dem Namen Archiv. Und damit kriegen wir jetzt den Archivfolder raus. Okay. Und den können wir jetzt hier drin noch verwenden. Und auch hier werden wir mal wieder ein os-path.join verwenden für den Filename. os-path.join. Dann als erstes Argument hier das Archiv. Das ist eben der Folder, wo das hingespeichert wird. Und dann brauchen wir noch den Filename. Und hier, wenn wir einfach einen String machen, plus, also das ist dann der Name von dem File, plus eben den Filename. Und damit haben wir dann zum Beispiel aus der File3.txt ein Archiv-File.txt gemacht. Und die wollen wir jetzt in das Archiv hier reinkopieren. Okay, wenn wir das Ganze ausführen, dann sehen wir, haben wir jetzt hier in dem Archiv, aha, mehrere Files, okay, Archiv, File 1. Ich weiß, woran es liegt. Das liegt daran, dass jetzt hier auch in den Archivfolder reingegangen wird. Hier könnten wir mal noch den Dir Name hier prüfen, also den Dir Path.
Und das ist eine Liste. Ich zeige das am besten einfach mal hier ohne diesen Code. Das heißt, wir können den Dirpath, den können wir splitten. Und damit machen wir hier eine Liste draus. Und den splitten wir nach den Backslashes. Das heißt, wir können das einfach hier nach dann splitten. Und wenn wir das mal printen, dann sehen wir hier Folgendes. Und zwar kriegen wir hier die Liste und hier ist das Archiv. Und das letzte Element können wir uns so rausholen, indem wir hier einen Index machen und dann minus 1. Und damit kriegen wir das letzte Element hier von dieser Liste raus. Und wenn das hier nicht Archiv ist, dann wollen wir was machen. So, if, also wenn das hier nicht Archiv ist, dann wollen wir das hier ausführen. Ah, hier ist noch eine Klammer zu viel. Okay. Jetzt wird das Ganze hier reingeschrieben. Passt. Ich lösche hier nochmal die Folder oder die Files, damit wir auch mal prüfen können, ob es wirklich so funktioniert, wie wir uns das erhofft hatten. Und jetzt sehen wir hier Archiv 1, 2, 3, 4 und 5. Okay. Ein Problem haben wir ja noch, und zwar, wenn wir das Ganze ausführen, das funktioniert und man sieht auch hier keine Änderung. Allerdings wird dieser Copy-Befehl hier für diese Files immer noch ausgeführt. Das heißt, wir können zum Beispiel hier noch prüfen, ob das File bereits existiert. Wir haben ja bis jetzt nur mit dem isDir gearbeitet, um zu gucken, ob das Ganze ein Directory ist oder ein File. Wir können allerdings auch das OS-Paket nutzen, um zu gucken, ob ein File schon existiert. Und das geht mit os.path.exists. Und damit kriegen wir raus, ob ein File an einem bestimmten Ort existiert. Wie gesagt, das ist nicht für Directories, dafür gibt es die isDir-Methode. Exists ist ausdrücklich für Files. Und hier können wir dann zum Beispiel prüfen, if ospath.exists. Ah, hier keine Klammern, sondern hier. Und was gucken wir? Wir gucken, ob das hier, dieser Part hier bereits existiert. Und nur dann wollen wir das Ganze auch machen. Und hier können wir dann zum Beispiel mal printen, in einem f-String, File wurde kopiert. Und else printen wir File existiert bereits im Archiv. Okay. Hier steht jetzt wurde kopiert. Auch hier müssen wir das Ganze negieren. Das heißt, wir wollen natürlich nur den Copy-Befehl ausführen, wenn das Ganze nicht existiert. Hauen wir hier mal 3 Stück raus. Jetzt sollten wir hier etwas sehen, genau. Jetzt sehen wir hier, File 1 hat bereits existiert und File 5 auch. Und der Rest wurde jetzt hier kopiert und ist neu hinzugekommen. Okay, ich hoffe, du konntest sehen, was die OS-Library so alles kann. Wie gesagt, man braucht keine Third-Party-Packages, funktioniert out of the box und man kann wirklich eine ganze Menge coole Sachen damit machen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gerne liken und mir ein Abo dalassen. Bis dann!